Willkommen hier in Fractalia City, meine lieben Freunde, zu Pokémon Y. Ja, irgendwo hier müsste Professor Platan auf uns warten, beziehungsweise ich glaube, ich weiß relativ genau wo, nämlich hier hinten, genau. Reden wir doch einfach mal mit ihm. Hallo Caleb. Kreuz und quer durch Kalos zu reißen, geht schon an die Substanz, nicht wahr? Ich rechne es dir hoch an, dass du diese Strapazen für mich auf dich nimmst. Serena hat dir sicher schon davon erzählt, dass ich einen Weg gefunden habe, die Kraft des Megarings zu verstärken. Doch zuerst eine kleine Einführung in das Thema Megasteine. Du fragst dich sicher, wo sie herstammen. Yep. Nun, das ist zwar nur eine Vermutung, aber ich nehme an, dass es sich dabei um besondere Steine handelt, die vor 3000 Jahren mit den Strahlen der ultimativen Waffe in Berührung gekommen sind. Okay. Sie tragen also die Macht des legendären Pokémon die Weltall in sich. Das ist zumindest meine Theorie zu den Megasteinen. Okay. Möglicherweise haben wir es hier mit einer neuen Form von Entwicklungssteinen zu tun. Was es mit dem Megaring auf sich hat, möchtest du wissen? Jupp. Nun ja, es ist mit einem außergewöhnlichen Stein besetzt, der die Gefühle zu dem Pokémon in eine besondere Form von Energiewellen umwandelt. Damit ähnelt er der Sonnenuhr hier, denn sie wandelt das Licht der Sonne in eine mysteriöse Form von Energie um. Jeden Abend um 20 Uhr gibt die Sonne nur von Fluxia City für genau eine Stunde gebündeltes Sonnenlicht ab. Seit nunmehr 3000 Jahren ragt dieses geheimnisvolle Bauwerk hier schon empor. Der Zusammenhang zwischen ihm und dem Megaring liegt jedoch völlig im Dunkeln. Herr Caleb, fass mal die Sonnenuhr an. Ich soll das Ding anfassen. Okay. Du wurdest in die Geheimbasis der Energie des legendären... Du wurdest in der Geheimbasis der Energie des legendären Pokémon ausgesetzt und dein Megaring hat das Licht der Sonne nur absorbiert. Ich möchte die Geheimbasis... sorry, wollte ich nur mal gesagt haben. Beide Kräfte sind nun in deinem Megaring vereint. Wenn du jetzt zur Nähe eines im Boden versteckten Megasteins kommst, sollte er eine Reaktion zeigen. Allerdings nur, solange die Sonne nur gebündelte Strahlen aussendet. Okay, also von 20 bis 21 Uhr, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt kannst du ganz Kalos auch diesen besonderen Steinen absuchen. Das werden wir natürlich auch machen, alle Megasteine. Aber jetzt noch nicht. Wie gesagt, erst einmal möchte ich in Frieden dessen gelassen werden. Denn ein anderer Auftrag ist es nun, der mich beschäftigen soll. Er befindet sich hier in Illumina City. Und ich hatte es schon einmal angedeutet und nun wird es in die Realität umgesetzt. Wir werden einen alten Bekannten wieder treffen. Allerdings, ja, muss ich zunächst... Oh, du hältst eine Nachricht deinem Hololog. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich, Caleb. Entschuldige bitte, dass ich dir aus heiterem Himmel schreibe, aber ich musste etwas Wichtiges mit dir besprechen. Könntest du bitte im Le Belle Büro in der Nähe der Place Rouget vorbeischauen? Das wäre schon alles. Bis bald. Na gut, okay. Ich schätze, ich brauch's nicht mehr zu verheimlichen, weil... Kapitel 1, Le Belle, der Detektiv. Jetzt geht die Chose los. Ich brauche es wohl nicht mehr zu verheimlichen. Le Belle ist hier. Leider wurde ich da schon gespoilert, weil... Dem konnte ich in den Kommentaren nicht ausweichen, auch wenn ich versucht habe, so in den Kommentaren auszuweichen. Aber es ist da dermaßen oft in den Kommentaren, dass man dem nicht ausweichen konnte. Aber ich wollte euch mal die Spannung nicht nehmen, deswegen habe ich das bisher noch nicht verraten. Leider, aber ist es tatsächlich die Wahrheit zur Place Verte? Nee, da möchte ich nicht hin, ich möchte zum Place Rouget. Also rot, und das ist doch hier, oder?
Jep. So war das denn jetzt nochmal hier nicht. Hier war das, glaub. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Da bist du ja. Fall mir jetzt bitte nicht aus deinen Wolken, Caleb. Aber ich war so frei, ein paar Nachforschungen über dich einzustellen. So, denn bist du, wie Musik kommt gar nicht. Das ist eine der Running Gags der Pokémon-Geschichten. Seit Platin ist er immer wieder dabei. In Holz, Kurz und Silber, da pausiert, aber in Schwarz und Weiß war er auch wieder dabei. Schwarz und Weiß, da pausiert, und jetzt ist er wieder da. Also Generation 4, 5 und jetzt auch wieder ein 6. Und er gilt so als der Inspektor Gadget-Verschnitt, der einem zu Aufträgen schickt, die er selbst nicht hinbekommt. Also, ja, die Parallelen zu Inspektor Gadget sind offensichtlich. Wobei er sich in Platin wirklich sehr beschissen angestellt hat. Aber dazu werde ich noch ein paar andere Sachen sagen. In Schwarz und Weiß ist er schon, oder beziehungsweise in Schwarz und Weiß ist er schon besser. Aber gut, lassen wir jetzt mal reden. Aber seine Musik fehlt. Das fällt schon auf. Da weiß ich, dass du der frisch gebackene Champ der Carlos-Region bist. Gratuliere. Und natürlich weiß ich auch, dass du unsere Welt von der Plage namens Team Flair befreit hast. Jetzt kommt sie. Ich sollte mich aber wohl erstmal vorstellen. Mein Deckname ist... mein Name ist Lebel. Ich bin ein mürrischer Mann mittleren Alters und der Detektiv in dieser Stadt. Aber ich sollte wohl langsam zur Sache kommen, was, Caleb? Ich werde dir sagen, warum ich Nachforschungen über dich angestellt und dich herbestellt habe. Illumina City ist voller Sehenswürdigkeiten und wird von Touristen weltweit als Urlaubsziel geschätzt. Dementsprechend leben dir nicht nur sehr viele Menschen, es kommen noch viele weitere zu Besuch. Und wo es viele Menschen gibt, gibt es auch Ärger. Das war für mich Anlass, eine Detektei zu gründen. Dieser Job ist nur was für ganz Abgebrühte, das kann ich dir sagen. Selbst wenn man die Einsamkeit gut abkann, gibt es hin und wieder Momente der Schwäche. Da kommst du ins Spiel, Kindchen. Werde mein Assistent. Nein, mein Partner. Wenn ein Champ wie du und ein Haudegen wie ich gemeinsam für Recht und Ordnung sorgen, dann wird Illumina City zu einem sicheren Pflaster. Wie sagst du, Caleb, wollen wir gemeinsam das Verbrechen bekämpfen? Meinetwegen, auch wenn du ein absoluter Lappen bist. So ist recht, Caleb. Da wird es der Frieden in Illumina City gesichert. Nun ja, leider ist es nicht ganz so einfach. Du bist ja der Champ, aber ein Anfänger, wenn es um Detektivarbeit geht. Deswegen melde ich dich gleich mal für meinen patentierten Detektivkurs an, der da heißt: In 5 Schritten wird aus jeder drüben Tasse ein Superdetektiv. Ja, ich rede mit dir! Das Buch war cool, das ich gelesen habe dazu. Wenn du für den ersten Schritt in dein neues Leben bereit bist, sprich mich einfach an. Ja, es ist leider etwas blöd, dass davor schon das verraten wurde, dass das Lebel-Büro ist. So hat man dann ein wenig die Überraschung genommen. Bist du bereit für dein Training, Caleb? Gut, dann erkläre ich dir, was zu tun ist. Du musst 5 Lebel-Tickets finden, die überall in Illumina City verstreut sind, und diese zu mir zurückbringen. Das war's. Ich habe die Lebel-Tickets mit Glitch das Spray angesprüht, damit du sie auch finden kannst. Moment. Warum genau muss ein Detektiv seine Zeit mit etwas verschwenden, was inszeniert ist, und zwar vom Detektiv selbst? Junge! Kurze Zeitverschuldung, Emma! Und hier noch ein Tipp zur Güte. Im Notizblock auf meinem Schreibtisch findest du Hinweise, wo sich die Tickets befinden. Du weißt schon, in unserem kleinen, dicken Notizbuch! Also dann, Caleb, beginnen wir jetzt mit dem Training. Ich weiß, du wirst es schaffen. Okay. Lebels Notizbuch. Wo bleibt der Lebel-Tickets? Erstens im Pokémon-Center neben dem Blazwoz. Oh Gott. Auf dem Zentralplatz im Turm der Illumina City erhält. Auf der Frühlingsallee in einem Geschäft, in dem Medizin verkauft wird. Am Nordring im Erdgeschoss eines Gebäudes, in dem die Leute sich ausruhen. Am Nordring im Erdgeschoss eines Gebäudes, das eine Schatzkammer der Kunst ist. Ich werde so failen. Warum muss das gerade in der schlimmsten Stadt in diesem Spiel sein? What the fuck? Caleb, bist du bereit? What the fuck? Ich bin gerade einen Schritt aus der Tür gegangen, Junge! Sehr gut, dann lass mich dir eben verraten, wie du vorsorglich versteckte Tickets, willst du die Sprechblase bitte wieder zu mir schieben, danke, finden kannst. Im Pokémon Center neben der Blazwoze, auf dem Zentralplatz im Turm der Illumina City erhält. Hallo, da war ich doch, das habe ich doch gerade gelesen, Junge! Ich weiß,
aber doppelt ist besser, so das wäre alles. Du sollst aber der Suche mal mit deinem Latein am Ende seiner Show entweder im Lebel-Büro vorbei oder zieh diese Nachricht zu Rate. Ich drück dir dann mal die Daumen. Ja, als ob ich im Lebel-Büro vorbeischaue. Das ist ja mal absolut umständlich. Okay. Also, Nordring ist gut. Nordring ist gut. Okay, wo Leute sich ausruhen. Ich schau mal, ob es in dem Hotel hier ist. Wäre ja eine Möglichkeit, dass hier ein Glitzer... ...ein Glitzer ist. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Muss ich ehrlich zugeben. Ah, tatsächlich. Lol, die Libell-Tickets sehen ja aus wie die... Sachen, die man eben... Oh, drückst du steht was? Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Dank deiner scharfen Beobachtungsgabe bist du auf dem besten Weg, ein Detektiv zu werden. Okay. Auf jeden Fall, das erinnert ein wenig an die Sachen, die man holen konnte in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2, wenn man die... Gott, die Festivalmission, genau, die Festivalmission gemacht hat. Eine der Sachen, die ich euch leider nicht in Weiß 2 zeigen konnte, weil es nicht wirklich möglich war. So. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wo im Nordring, wenn ich ganz ehrlich bin. Die zweite ist... deswegen schauen wir mal durch. Es gibt eh 2 Milliarden Cafés wieder. Das ist allerdings das merkwürdigste der Cafés. Was haben wir hier? Aus der Prüfung. Vielleicht hier? Achso, Moment, aus der Prüfung? Okay, das soll man auf jeden Fall auch noch machen. Das gab es nämlich auch in Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß. Und ich fand es ziemlich cool. Also das zeige ich euch auf alle Fälle auch noch. Bahnhof? Wisst ihr was, ich höre mir den Tipp mal nochmal an bezüglich des Nordrings. Weil ich hab's mir echt nicht gemerkt. Ja, Moment. Was ist denn, wo ist denn... Achso, da ist der. Achso, die kann man dann nochmal anschauen. So. Also. Macht den Zentralplatz. Ja, das habe ich da alles noch im Geschäft. Im Erdgeschoss eines Gebäudes nimmt die Leute ausruhen. Das ist dann nicht... Achso, oh Gott! Mann, bin ich ein Vollidiot. Natürlich das Kunstmuseum. Oh Gott, sorry. Das war gleich am Anfang. Epic Fail. Epic Fail. Also, dann volle Kraft zurück. Dann würde ich sagen, gehe ich dann direkt zum Turm, dann zur Frühlingsallee und dann zu Pokémon Center. Ja, so mache ich es. Das habe ich mich halt echt versaut, weil die waren direkt nebeneinander. Eines im Hotel und eines im Kunst. Saal. Also das war eigentlich gar nicht so schlecht durchdacht, muss ich sagen. Hier nehme ich. Da müsste tatsächlich das Glitzerdings sein. Und ich muss dafür zahlen. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte hier nur schnell rein, um die Glitzerkarte zu suchen. Da ist sie. Ja, wusstest du, dass es unter deinem... nichts anderes habe ich erwartet, Caleb. Weil das so stellt Illumina City auf den Kopf. Wusstest du, dass es da geglitzert hat? Nee, scheinbar bin ich der Einzige, der das gesehen hat. Da du übrigens der Rahmen-Tarzan, okay. Übrigens, der Rahmen-Tarzan hat das sehr kritisch angemerkt. Er hätte es gerne gehabt, wenn die Bilder groß gewesen wären, also man eine Vergrößerung gesehen hätte. Da muss ich sagen, absolute Zustimmung. Das wäre wirklich schön gewesen. Leider hat man uns diesen Wunsch nicht erfüllt. So. Moment. Ich möchte direkt zum Zentralturm. Genau hier. Hier müsste auch irgendwo das Glitzerzeug sein. Oder? Oder ist es drin? Drinnen vielleicht. Ja, drin. Lebel-Ticket Nummer 3.
Noch zu finden 2. Ich kontrolliere, du hast ein Ticket gefunden. Der Training scheint nach Plan zu verlaufen. Wenn ich meine Kombinationsgabe nicht drückt, dann ist das hier ein drittes Ticket. Stimmt's? Aber du hast bereits mehr als die Hälfte deines Trainings absolviert. Also über 50%. Luminosity ist ja groß, aber den Rest findest du auch noch. Ich drück dir beide Daumen. Na, danke schön. Dann wollen wir jetzt auf zur Frühlingsallee. Welche Allee ist denn das da? Sommerallee, okay, dann einmal hierhin, dann müssten wir hier zur Frühlingsallee kommen, oder? Ja, langsam. Langsam kenne ich mich hier aus. Heilkundeladen, genau hierhin müssen wir. Genau. Level-Ticket. Noch zu finden 1. Ich gratuliere, das ist ein Ticket gefunden. Also ich kombiniere, das ist dein viertes Ticket. Stimmst du, da habe ich recht. Warum ist er der beste Durchblick habe? Na, weil ich ein Detektiv bin. Haha. Ich bin interessiert vor allem, woher der genau wusste, welche ich in welcher Reihenfolge finde. Das ist schon etwas creepy. Aber okay, jetzt fehlt nur noch das im Pokémon Center im Südring. Zumindest war es auch das Pokémon. Also ich glaube, es war das Pokémon Center im Südring. Oder war es das Zentrale? Das weiß ich jetzt gerade. Ich schaue jetzt erstmal bei dem hier im Südring. Das ist nämlich genau hier. Nö. Oh, schade. Schade. Moment. Schaue ich noch kurz nach, dann kann ich den Part beenden mit diesem einen Auftrag. Ich bin gespannt, was da noch alles kommen wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Im Pokémon Center, achso, neben dem Blazrose. Okay. Supi, dann ist es der andere, da kann ich dann direkt hinfliegen. Mache ich jetzt auch einfach. Das spart mir etwas Arbeit. So, Lauch, fliegen wir mal. Blazrose ist in der Mitte, daher wird höchstwahrscheinlich dieses Pokémon Center hier gemeint sein. Nehme ich mal stark an. So, oder? Oder? Ja. Okay, damit wird das geschafft. Auf der Rückseite. Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Mach dich sofort auf den Weg ins Labellbüro, sobald du alle 5 Tickets gefunden hast. Aber auch bis zu unserer nächsten Begegnung bist du noch im Training. Vergiss es nicht, Caleb. Ja, also, der Trainee verabschiedet euch in diesem Part. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Y.